Vielen Dank. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 25, Entwurf eines Cannabisgesetzes. Hierzu gibt es Wortmeldungen. Zunächst Herr Ministerpräsident Haseloff, Sachsen-Anhalt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, heute beraten wir mit dem Entwurf des Cannabisgesetzes eines der umstrittensten Vorhaben der letzten Jahre. Ich frage mich, haben wir in unserem Land keine anderen Probleme? Ich denke an den Ukraine-Krieg. Führende Wirtschaftsinstitute sehen Deutschland 2023 tief in der Rezession. Unsere energieintensiven Betriebe sind mit existenziellen Problemen konfrontiert. Wir stehen vor einem Umbau unserer Krankenhauslandschaft. Es gibt einen Medikamentenmangel und wir diskutieren über die Legalisierung von Cannabis. Das ist nur schwer zu vermitteln. Zum Thema selbst sage ich ganz klar, ich halte die Legalisierung von Cannabis für einen großen Fehler und lehne sie ab. Mich beruhigt auch die Begleitkampagne des Bundesgesundheitsministeriums unter dem Stichwort Cannabis legal, aber nicht in hippigem Pink und mit einem kleinen Hanfblättchen daherkommt. Um substanzielle Informationen zu den Risiken des Cannabiskonsums zu erhalten, muss man sich erst auf die inhaltliche Ebene bzw. zum Internetauftritt cannabisprävention.de der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung durchklicken. Wenn ich an meine Enkel denke, bezweifle ich, dass sich junge Menschen von solchen eher rational abgefassten Internetseiten angesprochen fühlen. Das funktioniert weder bei Alkohol noch bei Tabak und es wird auch nicht bei Cannabis funktionieren. Ich teile die Position des Drogenbeauftragten der Bundesregierung, der sich im Zusammenhang mit der Vorstellung des europäischen Drogenberichts im Juni 2023 geäußert hat. Nach seiner Einschätzung wird Cannabis schon jetzt am häufigsten von allen illegalen Drogen konsumiert, auch von Jugendlichen. Aber weder Gras noch andere Drogen wie Alkohol und Tabak gehören in die Hände von Kindern und Jugendlichen. Das Fazit des Bundesdrogenbeauftragten lautet daher auch, nicht alles, was erlaubt ist, ist auch gesund. Umso weniger kann ich seine Schlussfolgerung nachvollziehen, dass wir den Konsum von Cannabis entkriminalisieren müssten, um endlich den Gesundheitsschutz und die Prävention zu verbessern. Es gibt keinen Kausalzusammenhang, dass Prävention und Gesundheitsschutz durch die Entkriminalisierung einer Droge besser funktionieren. Sonst hätten wir keine Probleme bei legalen Drogen wie Tabak oder Alkohol. Politik lässt sich im besten Fall von medizinischer Expertise leiten. Beim vorliegenden Gesetzesentwurf wurde das offenbar vernachlässigt. Denn dann hätte die Bundesregierung die Warnungen medizinischer Fachgesellschaften, wie zum Beispiel aus der Kinder- und Jugendmedizin, der Psychiatrie und vom diesjährigen Deutschen Ärztetag ernster genommen und sich folgende Fragen gestellt. Weshalb soll Cannabis schon für Erwachsene ab 18 legalisiert werden, wenn die Gehirnreifung erst mit etwa 25 Jahren abgeschlossen ist? Wozu muss ein Mensch eine Menge von 25 Gramm Cannabis bei sich haben dürfen, obwohl die gesundheitsschädlichen Wirkungen dieser Droge bekannt sind? Wer garantiert, dass der zulässige THC-Wert von maximal 10% eingehalten wird? Starke Bedenken gegen den Gesetzesentwurf hat im Übrigen auch die Stabsstelle Krebsprävention. Das Cannabisrauchen habe ein großes Potenzial, die Bemühungen der Tabakprävention zu untergraben und die Erfolge der vergangenen Jahre zunichte zu machen. Durch eine Legalisierung von Cannabis werden junge Menschen nicht etwa vor Drogenkonsum geschützt, sondern eher an Drogen herangeführt. Schon heute liegt der Anteil unter den Konsumenten von Cannabis, die täglich diese Droge konsumieren, bei über 17%. Ich beziehe mich hier auf aktuelle Zahlen aus dem Suchtsurvey ESA 2021. Ich befürchte, dass mit der Legalisierung der Konsum weiter ansteigen wird. Die hochkomplexen Vorgaben zum Kinder- und Jugendschutz dürften kaum das Problem eines regelmäßigen hohen Cannabiskonsums oder eines zu frühen Einstiegs beseitigen. Zudem sind die Vorgaben nicht praxistauglich.
Was soll zum Beispiel das qualifizierte Personal, wo soll zum Beispiel das qualifizierte Personal herkommen, das mit auffällig gewordenen Minderjährigen die vorgesehenen Maßnahmen der Frühintervention durchführt? Eine solche zusätzliche Pflichtaufgabe für die Kommunen erfordert zusätzliches Personal und entsprechende Mittel. Die kann man nicht von jetzt auf gleich aus dem Boden stampfen. Wenn künftig noch mehr Menschen mit Cannabis angetroffen werden, muss die Polizei ermitteln, ob diese Menschen mit einer zulässigen Menge Cannabis aus einer legalen Quelle unterwegs sind und der nach der Alter differenzierte THC-Höchstgehalt nicht überschritten ist. Und wie ist ohne großen Aufwand zu beweisen, ob das Cannabis in der Jackentasche aus Eigenanbau stammt oder vom Schwarzmarkt im Park nebenan? Das geplante Cannabisgesetz beinhaltet viele Regeln, Maßnahmen und Beschränkungen. All das müssen die Behörden vor Ort umsetzen, kontrollieren. Polizei, Justiz und Kommunen werden mit einer Legalisierung nicht weniger belastet, wie von Bundesgesundheitsminister Lauterbach erhofft, sondern im Gegenteil, es wird mehr Bürokratie geben. Zusammengefasst heißt das, dieses Gesetz ist falsch und in seiner Amtsausführung nach eine einzige Katastrophe. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort erhält jetzt Frau Ministerin Sütterlein Waag aus Schleswig-Holstein. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Thema Legalisierung von Cannabis wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Vielleicht nähern wir uns der Sache mal über den Koalitionsvertrag des Bundes. Dort heißt es: Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet. Davon ist im Gesetzentwurf, um es ganz deutlich zu sagen, ziemlich wenig übrig geblieben. Der Weg, den die Bundesregierung mit diesem Gesetzentwurf beschreiten will, führt in die entgegengesetzte Richtung. Weniger Jugendschutz, keine ausreichende Prävention, mehr organisierte Kriminalität, größerer illegaler Rauschmittelmarkt. Ärztinnen und Ärzte warnen, die Polizei warnt, die Justiz warnt und sie werden bis jetzt nicht gehört. Als Innenministerin in Schleswig-Holstein nehme ich insbesondere die Einschätzung der Polizei und der Strafverfolgungsbehörden aufmerksam wahr. Die dort vorherrschende ablehnende Haltung zu einer Legalisierung des Umgangs mit dem Rauschmittel Cannabis kommt nicht von ungefähr. Sie begründet sich aus den Erfahrungen im Umgang mit Menschen, die ihre Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit durch den Konsum von Drogen kurzfristig oder dauerhaft eingebüßt haben. Zum Gesetzentwurf im Einzelnen. Dieser zeichnet sich vornehmlich durch erhebliche Lücken aus. In der Bekämpfung der Schwerkriminalität und in der Strafbarkeit. Noch dazu werden Strafrahmen deutlich abgesenkt. So wird man den illegalen Handel nicht zurückdrängen. Und besonders erschreckend ist, zu den betroffenen Straftatbeständen gehören auch diejenigen, die die Abgabe von Cannabis an Minderjährige regeln. So wäre die unerlaubte Abgabe von Cannabis von über 21-Jährigen an Jugendliche kein Verbrechenstatbestand mehr. In der Praxis bedeutet das, statt einer Mindeststrafe von einem Jahr wird man regelmäßig mit einer Geldstrafe herauskommen. Ist das wirklich der richtige Weg, um, wie es im Koalitionsvertrag heißt, den Jugendschutz zu gewährleisten? Im Ergebnis wird der abschreckende Effekt der bisherigen Strafvorschriften leichtfertig aus der Hand gegeben und nicht mehr, sondern weniger Jugendschutz in Kauf genommen. Der Besitz von illegal erworbenem Cannabis wäre zudem straffrei. Gerade illegal erworbenes Cannabis bringt aber erhebliche Gesundheitsgefahren mit sich. Man weiß nie, welche Stoffe noch beigemischt werden. Und es kommt noch schlimmer. Sogar wer eine Schusswaffe beim Umgang mit Cannabis bei sich führt, wird künftig nur noch mit einem statt 5 Jahren Mindeststrafe bestraft. Der vorgelegte Gesetzentwurf gewährleistet seinen Schutzzweck trotz Detailregelungen nicht und muss an diesen Stellen angepasst werden. Mit dem Gesetz ist eine stärkere Verbreitung von Cannabis in unserer Gesellschaft wahrscheinlich. Dieses wird sich auf das Gesundheitssystem auswirken. Dies wird sich auf die Sicherheit im Straßenverkehr auswirken und es wird sich auf Kinder und Jugendliche auswirken. Der Gesetzentwurf zum Cannabisgesetz sieht auch eine weitreichende Zuständigkeit der Länder,
bei der Überwachung und behördlichen Kontrolle sowie einer erweiterten Suchtprävention durch die Länder vor. Der Aufwand für diese Aufgaben wird nicht ohne zusätzliches Personal zu leisten sein. Den Ländern werden gravierende Kontroll- und Vollzugsaufgaben sowie umfassende Präventions- und Interventionsaufgaben, insbesondere bei den sogenannten Anbauvereinigungen, zugewiesen. Der tatsächliche Erfüllungsaufwand dieser Aufgaben wird von der Bundesregierung verkannt. Tatsächlich sind erhebliche personelle Aufwände realistisch. Das Land Schleswig-Holstein erwartet vor diesem Hintergrund sowohl für Überwachung als auch für die Suchtprävention eine finanzielle Kompensation durch den Bund. Vielen Dank. Das Wort erhält nun Herr Staatsminister Herrmann aus Bayern. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich mit diesem Gesetz, dem Cannabis-Gesetz, der Bundesregierung beschäftigt, dann spürt man, dieses Gesetz ist falsch. Es ist in der Sache falsch, es ist nicht administrierbar und man spürt auch, dass die Bundesregierung sich selber schwer tut damit. Denn natürlich haben wir auf der einen Seite, das wurde zitiert, der Koalitionsvertrag, in dem eben drinsteht, weil man aus langjährigen politischen Forderungen nachkommen will, von bestimmten Pressure Groups, Lobbygruppen und denjenigen, die halt unbedingt die Cannabis-Freigabe wollen, wenn man denen nachkommen will, schreibt man es in den Koalitionsvertrag rein. Und gleichzeitig spürt man aber, dass dann der Bundesgesundheitsminister und andere Gesundheitspolitiker genau darauf hinweisen, so einfach geht es halt nicht. Es ist halt gefährlich und da wird eine Büchse der Pandora aufgemacht, die für Jugendliche, für Kinder und Jugendliche eine echte Bedrohung ist und so einfach geht es nicht. So, und das sind die widerstreitenden Interessen und statt, dass man dann zu dem Ergebnis kommt, es ist einfach falsch, dieses Gesetz zu machen und deshalb machen wir es halt nicht. Macht man ein solches Gesetz, das eben nicht administrierbar ist, wo kein Mensch durchblickt, wo absurdeste Konstruktionen gefunden werden, um irgendwo einen Interessenausgleich zwischen dem politischen Willen, Cannabis halt freizugeben, auf der einen Seite und auf der anderen Seite den klaren Warnungen der Innenpolitiker und der Gesundheitspolitiker gerecht zu werden. Und deshalb ist dieses ganze Gesetz von vornherein missglückt und es kann auch nicht gut werden. Und das werden wir auch erleben, dass dieses Gesetz in der Praxis nicht gut werden wird. Es beginnt ja damit, Cannabis ist einfach gefährlich. Es kann süchtig machen und geht nachweislich mit gesundheitlichen Risiken einher. Besonders gefährlich, und wir haben das jetzt von mehreren Kollegen ausgeführt bekommen, besonders gefährlich für Kinder und Jugendliche. Schon gelegentlicher Cannabiskonsum im Jugendalter erhöht das Risiko für psychische Erkrankungen wie Angststörungen und Psychosen. Ich zitiere den Bundesgesundheitsminister selbst. Cannabiskonsum ist für Jugendliche und insbesondere für Kinder keine Kleinigkeit und kann ein Leben zerstören, bevor es richtig begonnen hat. Zitat Ende. Das sagt eigentlich schon alles aus und bedeutet, gegen alle Vernunft soll also eine bekanntermaßen gefährliche Droge als Genussmittel verharmlost werden. Die Bundesregierung ignoriert alle Warnungen von Medizinern und Psychiatern, Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie zum Beispiel, die größte medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft für psychische Gesundheit in Deutschland, warnt eindringlich vor den erheblichen gesundheitlichen und auch sozialen Risiken. Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen zur Prävention sowie zum Jugendschutz sind im Gegensatz zu diesen Warnungen einfach unzureichend. Ich kann nur an den Slogan erinnern, folgt der Wissenschaft. Folgt der Wissenschaft. Und wenn diese Expertinnen und Experten, die sich sehr intensiv mit der Psyche von Jugendlichen beschäftigen und den Auswirkungen der Substanzen von Cannabis, dann kann man das einfach nicht, nur weil man es ideologisch halt will und immer schon versprochen hat, bestimmten Wählergruppen einfach durchdrücken. Deshalb, wir teilen diese kritische Haltung der Fachverbände ausdrücklich. Natürlich auch der Hinweis auf die Kriminalität. Das Signal, das der Staat durch diese Legalisierung aussendet, ist verheerend. Die Hemmschwelle, sich Cannabis zu besorgen, wird deutlich sinken, wenn der Besitz von 25 Gramm straffrei wird. Und das ist eben ein völlig falsches Signal. Wir wissen, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, dann wird die Menge an in Deutschland verfügbaren Cannabis sprunghaft ansteigen.
Die vorgesehenen Verbotszonen in der Öffentlichkeit sind lückenhaft und sind auch wiederum nicht wirklich realistisch. Also jeder, der das praktisch sich einmal vorstellt, wie das alles gehen soll, merkt, das ist einfach ein Feigenblatt, das da administrativ geschaffen wird, um die eigentlichen Probleme zu verdecken. Und es wäre nicht so, dass das alles nicht schon einmal vorgelebt und vorpraktiziert worden wäre. Wir haben das perfekte Beispiel der Niederlande, wo jeder von dort uns sagt, macht nicht dieselben Fehler wie wir. Diese ganzen dortigen Experimente mit lockerem Umgang mit Cannabis sind krachend gescheitert. Die Niederlande sind dank der liberalen Drogenpolitik zur Drehscheibe für Drogen auf dem gesamten europäischen Festland geworden. Die Drogenmafia ist dort nicht schwächer geworden, sondern im Gegenteil so stark wie noch nie. Es werden jedes Jahr in den Niederlanden über 6.000 illegale Plantagen entdeckt. Organisierte Kriminalität boomt und lässt sich nicht mehr zügeln. Und in der Folge natürlich dann alle anderen Kriminalitätserscheinungen, die Innenpolitikerinnen und Innenpolitiker wissen, wie die Zusammenhänge sind und wie sich das Ganze dann strukturell aufbauscht bis hin zu organisierter Kriminalität. Und deshalb sagt ja auch einer der führenden Regierungsberater in den Niederlanden, dass die Niederlande auf dem Weg sind, das Kolumbien Europas zu werden. Und das wollen wir doch nicht für Deutschland auch. Also alles in allem ein Gesetz, das vom Grundgedanken her falsch ist, dass ein administratives Bürokratiemonster schaffen wird. Da braucht dann auch wirklich niemand mehr von Entbürokratisierung sprechen. Wenn ich mir nur mal das praktisch vorstelle, wie Polizisten dann vor Ort Mengen und Inhalt, also Konzentration von Inhaltsstoffen in Cannabisproben feststellen sollen, etc., etc. All das ist in diesem Gesetz angelegt, führt zu einer totalen Überlastung von Behörden, zu einem Bürokratiemonster. Auch deshalb ist es abzulehnen. Dieses Gesetz wird, und ich befürchte, dass es so kommen wird, Kontrollverlust mit Ansage bringen. Deshalb lehnen wir das Gesetz natürlich ab und wir sind der Auffassung, wir sollten zum Schulterschluss alle anderen Länder auch aufrufen, um dieses Gesetz wirklich zu stoppen. Es wird keine gute Entwicklung nehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch eine Wortmeldung von Herrn Staatsminister Schuster aus Sachsen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir hatten vor nicht allzu langer Zeit einen Regierungsbesuch in den Niederlanden. Cannabis-Freigabe war natürlich kein Thema. Trotzdem sagte der Ministerpräsident, unsere Ministerpräsidenten, lassen Sie es. Sie werden es nicht in den Griff kriegen. Es war der größte Fehler, den wir gemacht haben, indem wir damit angefangen haben. Deshalb, meine Damen und Herren, ist der vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung für uns gleich mehrere Signale in die völlig falsche Richtung. Er verharmlost eine gefährliche Droge, macht sie übrigens schon über diesen parlamentarischen Prozess, den wir gerade erleben, hoffähig und schafft für neue Konsumenten, die bisher gar nicht konsumieren, Anreize. Er unterläuft den Gesetzentwurf des Betäubungsmittelgesetzes, das ist übrigens klar und kurz, und schafft ein neues, hoch überladenes bürokratisches Gesetz. Die Empfehlungen der Ausschüsse haben bereits auf die Schwachstellen des Entwurfs hingewiesen. Das Gesetz will Kinder und Jugendliche schützen, tatsächlich aber gefährdet es sie. Der frühe und regelmäßige Cannabiskonsum schadet nachweislich der Gesundheit insbesondere junger Menschen, macht sie eher süchtig und beeinträchtigt vor allen Dingen die Bildungschancen. Für all diese Risiken, die die Bundesregierung hier sieht, verspricht sie eine gewaltige Präventionskampagne seit Monaten. Ich sehe sie aber nicht. Und ich habe den Verdacht, dass diese Freigabe hier, diese Legalisierung passiert, ohne irgendeine Präventionskampagne. Und wer glaubt, die Kommunen fangen das auf, der sitzt, glaube ich, auch im falschen Boot. Wir wissen nicht, wo Herr Lauterbach dieses Geld hat. Wir haben im Haushalt geschaut, wir sehen keine Finanzmittel für eine solche Präventionskampagne. Deshalb muss man am Ende sagen, wann startet das, wie, ist völlig unklar. Die Bundesregierung will Justiz und Polizei entlasten. In der Tat macht sie aber das Gegenteil, abgesehen davon, dass ich nicht verstehe, warum wir im Vergleich zu Holland gleich die fünffache Abgabemenge vorsehen, muss die Polizei den Besitz von 25 Gramm und den Eigenanbau von bis zu 3 Pflanzen in Wohnungen pro Erwachsener kontrollieren. Wie geht das? Sie ahnen, wo das endet. Wie sollen wir bei Stichproben durch die Polizei feststellen lassen, ob das legal oder illegal erworben ist?
Und wie sollen wir Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen kontrollieren? Das Verbot von 200 Meter rund um Schulen, wenn Sie an die Social Clubs denken, ich denke da immer an Buena Vista Social Club, das hört sich auch so harmlos an, ist es eben nicht. Aber wer kontrolliert, ob diese Social Clubs in der Umgebung von Schulen sind? Das Gesetz wird sich auf die Verkehrssicherheit massiv auswirken. Cannabisfreigabe, Anhebung, Grenzwert, THC-Konzentration. Und wir wissen nicht mal, wie lange kann man es im Körper nachweisen. Sicher weiß das der Autofahrer. Wie gehen wir damit um nach 5 Tagen? Und der hat das Zeug immer noch nachweisbar in sich. Meine Damen und Herren, alles offene Fragen. Der Gesetzentwurf will den Schwarzmarkt eindämmen. Aus unserer Sicht gibt er ihm einen gewaltigen Auftrieb. Minderjährige oder Konsumenten, die sich diese legalen Produkte in Apotheken gar nicht leisten können. Die Vorstellung, eine deutsche Apotheke sei da jetzt billig für Konsumenten, ist ja auch wirr. Vielleicht für uns als nicht, aber für die Hauptkonsumenten. Deshalb wird das dafür sorgen, dass die weiter verstärkt auf den Schwarzmarkt gehen. Und meine Damen und Herren, dass die Bundesregierung glaubt, dass sie den Preiskampf gegen Drogenkartelle gewinnen kann, die Vorstellung kann man nur haben, wenn man das Zeug vorher schon selbst genommen hat. Freistaat Sachsen wird ein Zusatzproblem bekommen, wie Brandenburg und alle Grenzbundesländer, wenn Sie mal dran denken, was wir künftig für einen Tourismus haben werden aus Tschechien, Polen, Österreich, um bei uns zu erwerben. Das wünschen wir uns nicht, meine Damen und Herren. Der Markt für Cannabis wird dramatisch zulegen. Der Glaube der Bundesregierung, das würde ausschließlich im Legalen stattfinden, man würde die grauen Märkte eindämmen, das ist bestenfalls naiv. Sie werden einen dritten Markt schaffen, nämlich den, wenn 18-Jährige legal erwerben und an 16-Jährige selbst verdienen, was die vorher nie geglaubt haben. Das ist der dritte graue Markt, den sie schaffen. Deshalb lehnen wir diesen Gesetzentwurf, nee, das darf ich gar nicht sagen. Ich habe meine erste Rede, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Wir stimmen ihm nicht zu. Wir stimmen ihm kraftvoll nicht zu aus Sachsen. Aber eine Bitte habe ich an die Bundesregierung. Wenn Sie sich nicht eines Besseren belehren lassen, wir brauchen für diese bürokratischen Regeln derart viel mehr Zeit, um uns vorzubereiten mit Strukturen etc. Bitte denken Sie daran, wenn Sie über die Inkraftsetzung reden. Und jetzt harter Schnitt. Genusscannabis zu legalisieren ist ein Fehler. Aber Cannabis für die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten zu verbessern mit Medizinalcannabis, das sollten Sie sich bitte anschauen, meine Damen und Herren. Wir haben in Deutschland 14,8 Tonnen verbraucht im Jahr 2022 und davon nur 2,6 Tonnen selbst produziert. Den Rest importiert dieses Land. Obwohl wir die Produktionskapazitäten hätten, obwohl wir die Qualität selbst erzeugen könnten. Ich möchte hier dafür werben, für unseren Antrag, dass wir die Produktion und Abgabe in Deutschland, die ist noch sehr stark reglementiert, viel stärker auf uns ziehen. Unsere Produzenten könnten dieselbe Menge in derselben oder besseren Qualität liefern. Wir verstehen nicht, warum Medizinalcannabis zu 90% aus dem Rest der Welt importiert wird, während es unsere Firmen auch könnten. Übrigens sieht die Bundesregierung daran, dass im Freistaat Sachsen durchaus eine gewisse Flexibilität ist, mit Cannabis die richtigen Dinge zu tun. Und für unsere Patientinnen und Patienten hielte ich das für sehr richtig. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Aber noch zwei Erklärungen zu Protokoll. Einmal von Frau Staatsministerin Binz, Rheinland-Pfalz, und von Frau Ministerin Sitterlin-Wag aus Schleswig-Holstein. Wir kommen zur Abstimmung. Dazu liegen Ihnen die Ausschussempfehlungen und ein Landesantrag vor. Wir beginnen mit dem Landesantrag. Wer stimmt diesem zu? Das ist eine Minderheit. Nun zu den Ausschussempfehlungen. Dazu rufe ich auf. Ziffer 1. Das ist eine Minderheit. Ziffer 2. Eine Mehrheit. Ziffer 5. Eine Mehrheit. Ziffer 6 soll nach Buchstaben getrennt abgestimmt werden. Bitte zunächst Ihr Handzeichen für den Buchstaben A. Das ist eine Minderheit. Wer stimmt der Ziffer 6 im Übrigen zu? Das ist eine Mehrheit. Nun die Ziffer 8. Das ist eine Mehrheit.
Ziffer 9 soll ebenfalls nach Buchstaben getrennt abgestimmt werden. Wer stimmt für den Buchstaben A? Das ist eine Minderheit. Buchstabe D, Dora. Das ist eine Minderheit. Buchstabe E. Das ist ebenfalls eine Minderheit. Zu Buchstabe F. Hier zunächst Ihr Handzeichen für den ersten Absatz. Das ist eine Minderheit. Wer stimmt für den zweiten Absatz in Buchstabe F? Das ist eine Minderheit. Wer stimmt Buchstabe I zu? Auch das ist eine Minderheit. Nun zu Buchstabe K. Dieser soll nach Sätzen getrennt abgestimmt werden. Bitte Ihr Handzeichen für die Sätze 1 und 2. Das ist eine Minderheit. Damit entfällt eine Abstimmung über den Satz 3. Zu Buchstabe N. Wer stimmt zu? N, Nordpol. Das ist eine Minderheit. Nun bitte Ihr Handzeichen für die Ziffer 9 im Übrigen. Auch das ist eine Minderheit. Zur Ziffer 17, Ihr Handzeichen bitte. Das ist eine Minderheit. Dann stimmen wir ab über die Ziffer 10. Das ist eine Minderheit. Wir kommen zu Ziffer 11. Das ist eine Minderheit. Dann die Ziffer 26. Auch das ist eine Minderheit. Ziffer 13. Das wäre eine Mehrheit. Ziffer 15. Das ist eine Mehrheit. Ziffer 18. Das ist eine Minderheit. Ziffer 20. Das ist eine Minderheit. Ziffer 21 ist eine eine Mehrheit. Ziffer 22 ist eine Minderheit. Ziffer 23 ist eine Minderheit. Ziffer 24 ist ebenfalls eine Minderheit. Ziffer 25 ist eine Minderheit. Ziffer 30, das ist eine Mehrheit. Ziffer 31 soll nach Buchstaben getrennt abgestimmt werden. Wer stimmt für den Buchstaben A? Das ist eine Mehrheit. Wer stimmt Buchstaben B zu? Das ist eine Mehrheit. Nur die Ziffer 33, das ist eine Mehrheit. Ziffer 34, ebenfalls eine Mehrheit. Damit entfällt Ziffer 35. Wir kommen zu Ziffer 37. Das ist eine Minderheit. Ziffer 38. Eine Mehrheit. Ziffer 45, ebenfalls eine Mehrheit. Dann kämen wir zu Ziffer 46. Das ist auch eine Mehrheit. Ziffer 39 ist eine Minderheit. Ziffer 40, eine Mehrheit. Ziffer 41, eine Mehrheit. Ziffer 42, eine Mehrheit. Ziffer 43, eine Mehrheit. Ziffer 44, eine Mehrheit. Ziffer 47, eine Mehrheit. Ziffer 51, eine Mehrheit.
Eine Mehrheit, Ziffer 52. Eine Mehrheit, Ziffer 56. Eine Mehrheit. In Ziffer 60 sollen die Sätze 1 und 2 getrennt abgestimmt werden. Insofern bitte Ihr Handzeichen für den Satz 1. Eine Mehrheit. Und wer stimmt für den Satz 2? Das ist ebenfalls eine Mehrheit. Ziffer 61. Das ist eine Minderheit. Ziffer 62. Das ist eine Mehrheit. Ziffer 63. Das ist eine Minderheit. Ziffer 67. Das ist eine Minderheit. Ziffer 69. Ist eine Mehrheit, Ziffer 70, eine Mehrheit, Ziffer 71, eine Mehrheit, Ziffer 72, eine Mehrheit, Ziffer 73, eine Mehrheit, Ziffer 74, ist eine Minderheit, Ziffer 76, ist eine Mehrheit, Ziffer 77, eine Mehrheit, Ziffer 78, eine Minderheit, Ziffer 79, eine Minderheit. Nun bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erledigten Ziffern der Ausschussempfehlung. Das ist eine Mehrheit und damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung genommen. Vielen Dank. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 46, Gesetzentwurf zur